Das letzte Mal bei Kingdom Come Delivering. Bist nicht nah genug dran? Ich sehe auch kaum was, ne? Ist denn heute Blutmond? Wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Und so geht es weiter. Wir dürfen ja nicht ohne Fackel rumlaufen, ne? Wo ist denn meine Fackel? Gib's sie mir mal. So, ich sollte am morgigen Tag mich mit Herrn Hans treffen. Aber ich kann auch die Nacht auch nutzen, um die Nachtigallen zu finden, oder? Ich denke schon. Hier gibt es aber eine Quest oder eine Aktivität. Das will ich mir erstmal angucken. Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich bin hier schon falsch, kann das sein? Ja. Ich hätte da hinten hoch müssen. Ah. Aber da kommt man ja nicht drauf. Jedenfalls nicht von alleine. Oder doch, hätte man wahrscheinlich, aber ich komme da nicht drauf. Hey, wie geht's? Gibt es jemanden, der mit mir reden will? Vielleicht? Kann ich da einfach rein? Hi. Du, Herr Bernard. Was will denn Herr Bernard von mir? Guten Tag. Guten Tag oder guten Abend. Gibt es etwas zu tun, Hauptmann? Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Okay. Ist das nicht aber eher barbarisch? Ist das nicht barbarisch? In Zeiten wie diesen gilt Auge um Auge. Ich fürchte, da hast du wohl recht. Das stimmt schon, das stimmt schon. Gut, aber das ist ja kein Problem, ne? Das finde ich ja ganz nett. Wir werden jetzt trotzdem mal eine Schnellreise machen. Beziehungsweise ich würde gerne die Quests nochmal durchgucken. Meine Jobs. Wartet, da war das. Questlog. Und zwar habe ich ja den ehrbaren Dieb, nehme ich mal raus. Habe ich das? Ja, das wird jetzt eine Weile dauern, bis ich nach da oben komme. Aber wir können Therese am Vormittag irgendwann mal besuchen. Machen wir aber später alles. Wie gesagt, jetzt suchen wir uns erstmal ein paar Nachtigallen. Na, es regnet. Also sofern das möglich ist, diese Nachtigallen zu finden. Ich muss halt meine Ohren aufmachen. Die Ohrenspitzen. Jetzt hätte ich gerne ein Pferd, aber ich habe hier keins. Ein Gerber. Ich hätte auch gern Schuhe. Immer noch. So, ich habe ja jetzt auch einen Bogen. Kann das sein? Ja. Wieso habe ich denn den noch nicht ausgerüstet? Es ist das Knappenschwert ist besser. Also nehme ich das Knappenschwert mit.
Ich habe jetzt also sowohl Bogen als auch Knappenschwert. Gut, da müssen wir ja nicht rein, wir müssen ja hier lang. Schauen einfach mal auf die Karte. Ist ein kleines Stückchen. Durchaus. Es ist ein kleiner Weg, den wir auf uns nehmen. Ein kleiner Nachtspaziergang, könnte man auch sagen. Ich hoffe nur, dass meine Fackel nicht ausgeht. Das würde ich nicht so toll finden. Was haben wir denn hier gefunden? Ein Bildstock. Sir Adam Baron of Poland. Muss ich jetzt nach oben? Nein, muss ich gar nicht. Ich muss weiter unten lang. Gut, dann gehen wir unten lang. Aber ich muss schon sagen, hier mit der Stille, das hat schon was. Ich gehe mal kurz an das Haus. Ich will wissen, ob dieses Haus mir irgendwas bringt. Das ist einfach nur eine Scheune. Gibt aber keinen Schnellreisepunkt oder so, nee. Ich höre Wölfe. Oder Hunde, eins von beiden. Ich nehme an, das sind Wölfe. Und andere Geräusche der Nacht. Die Wesen der Nacht sind wohl auf. Schauen mal, wie weit wir schon sind. Da hinten ist es, aber wie kommen wir da hin? Wir müssen ja einmal hier dann rüber, ne? Vielleicht muss ich durch den Fluss schwimmen. Ey! Hallihallo! Möchtest du nicht mit mir reden? Okay, dann nicht. Was ist hier passiert? Die sieht sehr kaputt aus, die Szenerie. Wir haben ein Lager entdeckt. Diese Lager könnte man bestehlen, aber müssen wir ja nicht, ne? Ist recht nicht, wenn hier Leute sind. Ist bestimmt ein Holzfällerlager, ja, so sieht das aus. Also die werden bestimmt... Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Bin bestimmt falsch gelaufen und hätte über die Brücke gemusst. Kann ich denn schwimmen? Eine Forelle. Nehme ich mit. Ich will es nicht drauf anlegen, ob ich schwimmen kann oder nicht. Ich bin halt auch nur ein Schmiedejunge, ne? Ich will es echt nicht drauf anlegen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal den ganzen Weg. Einmal rum. Noch haben wir ja Zeit. Wir haben ja noch Zeit. Ich meine, wann müssen wir da sein? Bei Sonnenaufgang. Das sind noch gut 4-5 Stunden. Wie laufe ich jetzt am besten? Ich laufe nach... Hier? Ist das richtig? Nicht ganz. Nach da. Gut. Ja, dann schaue ich mich hier einfach nochmal um. Ich meine, das hat schon was. Also das ist schon sehr schön anzuschauen hier. Was haben wir hier? Es guckt keiner, ne? Nee, ich will nichts reingeben. Ich will was essen. Du hast zu viel gegessen. Du wirst zwar eine Zeit lang keinen Hunger bekommen, bist dafür aber schwerfällig und behäbig, bis du alles verdaut hast. Huch, ein Schwein. Und da haben wir eine Kuh, die sich innerhalb des Zaunes tarnt. Also
Ihr dürft ihr nicht verraten, dass wir sie trotzdem sehen können. Sie ist nämlich eins mit dem Zaun. Hey! Na? Wanderer, wie geht's so? Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Wegen Ratai. Nee, gibt nichts zu reden. Tut mir leid. Was ist denn? Nichts? Ich hab doch gesagt, es gibt nichts zu reden. Würde es solche Wege auch hier in meiner Ecke geben? Boah, ich würde so oft einfach mal spazieren gehen. Die sind schon schön, ne? Diese Wege sind schon echt schön. Mach mal einen kleinen Ausflug querfeldein. Ich meine, ich weiß nicht, was für Viecher hier rumrennen, ob es Wölfe oder so hier gibt. Das könnte jetzt gefährlich werden, wenn wir querfeldein rennen. Aber wir haben einen Bogen, wir haben Feuer in der Hand. Und wir haben ein Schwert im Notfall. Das sieht schon nicht schlecht aus. Also diese Felder auch. Och. Yep. Yep, das sieht schon gut aus. Ah, wir scheinen bald da zu sein. Das heißt dann, dass ich still sein muss, damit wir uns auf die Nachtigallen konzentrieren können. Das war keine Nachtigall. Hier ist ein weiteres Lager. Hey! Ihr seid Holzfäller, ne? Ja. Das dachte ich mir. Vielleicht kann ich ja hier was... Nee. Die sind halt leicht zu bestehlen, die Lager. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ah, bald. Bald. Wie viele Vögel waren das nochmal? 5? 6? Wo geht's denn hier lang? Wo führt denn dieser Pfad hin? Ans Wasser, oder? Was? Ach so, das ist die Reflexion. Ich dachte gerade, was zur Hölle? Ins Nichts. Einfach ins Nichts. Ach, hier hätte man vielleicht auch rübergehen können. Ja gut. Das muss ich natürlich erstmal wissen. Okay, das sind Reflexionen. Diese Reflexionen sehen ein bisschen komisch aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre tatsächlich gar nichts. Was machst du? Keiner zum Ab. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Nee, warte mal. Alt. Stopp, stopp. Ich sehe dich gar nicht. Hier sammeln! Schlagt Alarm! Du bist tot. Ja. Ey, ich hab nichts gesehen. Nochmal. Gut getroffen. Autsch, autsch, autsch. Ich sterbe, ich sterbe. Warum? Nein, warum? Ich sterbe. Ich sterbe. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich sehe nichts. Ich bin tot. Ich bin tot. Das nennst du Scheiße. Ich habe weder Ausdauer noch sonst irgendwas. Ich halte das nicht aus. Komm her, du. Ich bin tot. Natürlich bin ich im Kampf gestorben, weil ich... Woher soll ich denn wissen, dass da plötzlich Gegner sind? Oh mein Gott. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich doch viel, viel vorsichtiger vorgegangen. Aber nein, woher soll ich das denn wissen? Aber ich weiß, wo die Vögel sind jetzt wenigstens. Beziehungsweise, nein, weiß ich gar nicht. Ich bin ja nur rumgeirrt. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht schaffen werde. Ich
glaube tatsächlich, dass ich erstmal ganz entspannt hier... dass ich hier erstmal ganz entspannt mich ausruhen werde. Und wir es langsam angehen lassen. Weil das habe ich echt nicht erwartet. Gut, dann werden wir uns jetzt einmal hinlegen. Theresa. Hey, hey, red mit mir. Red, nein, lass mich. Pass etwas besser auf. Ja, du hast mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Pass auf, wo du... Ich bin doch hier. Theresa. Red mit mir. Du bist weg. Du bist einfach nur weg. Okay, dann setze ich mich hier hin. Und schlaf eine Runde. Ach, du hast dich umgezogen. Ja gut. Ich schlaf auch mal eine Runde. Ich würde gerne an einem Vormittag mit dir, spazieren gehen, aber... So, ich werde jetzt erstmal gehen. Ich soll jemanden helfen. Einen Knappen soll ich darstellen. Noch ist es dunkel, aber bald nicht mehr. Gucken, wie lange es dauert, bis ich da bin. Bestimmt eine Stunde oder so. Ja, jetzt geht langsam die Sonne auf. Und genau das will ich ja. Zu Sonnenaufgang da sein. So, ich kann jetzt die Fackel wegnehmen, das Knappenschwert und den Bogen mitnehmen. Und wir sind bereit, du anscheinend auch. Lass uns jagen gehen. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. In Ordnung, also wenn es sein muss. Ich würde mir eins leihen, aber in Ordnung. Ganz wie du meinst. Weil ich meine, da stehen ja nur zwei. Ich hätte mir eins gerne geliehen, aber... Wenn es sein muss, dann laufe ich dir so hinterher. Das stört mich jetzt nicht. Ich soll's mir ja nicht mit dir verscherzen. Ich will mal kurz mich waschen. So. Aber du bist... relativ langsam, selbst wenn du ein Pferd hast. Warum bliebst du stehen? Ich wollte schon sagen, jetzt... Ich bin doch hinterher. Ich bin doch hier. Ich komme doch hinterher. Ja, Herr. Hadusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur, als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr. Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch fixiert. Du hast recht zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Vielleicht wirst du ja doch lieb und nett und was weiß ich. Vielleicht hast du ja doch noch eine Chance, ein Freund von mir zu werden. Lass
uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Ein Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen, ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben, Herr. Der ist ein bisschen... trotzdem noch sehr arrogant. Aber der Sonnenaufgang da hinten sieht wunderschön aus. Also, wow. Wow. Hör zu, ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... also... es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Ich bin gerade fast schon schneller als dein Pferd. Holy shit, laufen wir weit. Wir laufen sehr, sehr weit. Sind wir da? Oh, das ist aber wirklich ein nettes Plätzchen, ne? Hier schlagen wir das Lager auf. Okay. Damit habe ich kein Problem. Hier nehme ich an. Eine Truhe mit Dörrfleisch, getrockneten Pilzen, Jagdpfeilen, Trockenobst und verbesserten Jagdpfeilen. Gut, das nehme ich alles mit, den Rest aber nicht. Hol mir Wein und Speck aus der Satteltasche. Aus der Satteltasche. Speck erhalten, bestimmt auch Wein erhalten. Jupp. Ich hab dir alles schon dabei, geholt. Ja. Na, endlich! Hier und hier. Nur einen. Weil einen will ich behalten. Habe ich dir jetzt eingegeben? Ja. Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratai rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Womit vertreibst du dir denn so die Zeit? Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Was genau werden wir denn jagen heute? Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert.
Also erzähl mir von Scarlets. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Sollte ich davon erzählen? Ich meine, darüber zu reden ist die beste Art, um das zu verarbeiten, weil du dich selber damit konfrontierst noch einmal. Na gut, wir werden dir davon erzählen. Aber wenn dich dann auch die Albträume verfolgen, ich bin nicht schuld. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Dass ich aber entkam, war wirklich ein Wunder. Ich meine, wir sind einmal gestorben, weil er mir in den Rücken gestochen hat. Und ich habe Therese gerettet. Wie in einem Wunder. Meine Eltern wurden beide in Scarlets getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Sigismund auf einem Drachen ritt? Die Kumanen Hörner und Hufe haben? Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. Ach, warten wir jetzt hier bis zum Morgengrauen. Okay. Von mir aus, aber ich möchte mal was essen. Gut. Kann ich hier schlafen bis zum Morgengrauen? Oder soll ich wirklich warten? Wenn ich hier schlafen kann... 10 Stunden! Na gut. Der Morgen graut, Herr Capone. Herr, aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel! Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht! Also dunkel würde ich dazu nicht sagen. Es ist schon relativ hell. Du Hund, nimm mal bitte deinen Kopf von dem Ast weg. Jemand muss mir helfen, wir müssen den Ast heben, der Hund. Der hat... Oh, was? Was geht mit dem Hund ab? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir essen einfach mal was. Ich glaube, das ist jetzt das Beste, was ich machen kann. Der Käse wird langsam schlecht. Also essen wir den und wir sind vollkommen überfüllt. Wir haben sogar eine kleine Lebensmittelvergiftung. Das macht aber beides nichts. Die ersten Sonnenstrahlen sind doch schon da. Wie können die Hunde so einen langen Hals haben? Was? Gegenstand kochen? Ein rustikaler Eschenbogen. Was hab ich denn? Der ist besser, viel besser. Und das Sachs? 33? 48, ja. Meine Sachen sind besser. Ich setze mich nochmal. Ach, da kann ich auch Sachen lernen. Das wusste ich nicht. Okay, wir leveln. Deine Redekunst wird um 3 Punkte erhöht, wenn du dich mit Gemeinen unterhältst. Die Spezialisierung Hochwohlgeboren ist damit allerdings gesperrt. Wenn ein Händler beim Falschen die Geduld verliert, erhältst du eine letzte Chance, ihm ein Angebot zu unterbreiten. Das ist gut. Okay, dann würde ich gerne das letzte Gebot haben. Danke. So, die Hauptstufe interessiert mich ja dann nicht. Stärke. Bollwerk. Gegnerische Angriffe zu blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer.
Leichen oder Bewusstlose zu tragen verbraucht keine Ausdauer, zudem verlangsamt sich das Tragen nur halb so stark. Deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist ein Drittel erhöht. 15 Pfund mehr tragen. Ausdauerregeneration ist wesentlich besser. Okay, aber ich finde das Bollwerk. Nee, warte. Die Ausdauerregeneration finde ich gar nicht so schlecht. Dann würde ich gern die lernen. Ich kann sogar noch mehr lernen. Das ist super. Pack ist, ich habe kein Problem im Moment mit, was ich so alles habe. Deswegen Bollwerk klingt gut. Anrempeln ist halt nett, aber jetzt nehme ich den Packesel tatsächlich. Meine Agilität. Leichtfüßiger Kämpfer, das hab ich. Wenn du fällst, erleidest du 30% weniger Schaden. Klingt super, nehme ich. Und Vitalität kann ich tatsächlich noch nichts lernen, glaube ich. Ich muss mal hier die... Nein, im Moment nicht. Die Redekunst kann ich auch im Moment nichts lernen. Schade. Aber wir sind alles im Allen wesentlich besser im Kampf. Adelasse, du hast bessere Chancen, der Gegner im Kampf eine blutende Wunde zuzufügen. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, desto größer ist die Chance, den Gegner damit bei einem Treffer zu vergiften. Okay, aber Adelasse klingt für mich cleverer im Moment. Verteidigung. Habe ich nur den perfekten Block gelernt. Gut. Axt benutze ich nicht. Schwert benutze ich zwar, aber momentan nicht so wirklich. Gut. Ja, die Fertigkeiten, da habe ich nichts auf 2. Und mein Ruf in Thalenberg ist relativ gut. In Scarlets umso besser. Ich habe halt eine Lebensmittelvergiftung, was doof ist. Gut. Die jetzt so schon wieder weg ist. Kann ich dich jetzt wecken? Herr? Aufwachen. Zeit aufzubrechen. Es ist nicht dunkel. Bist du verrückt? Ich dachte, wir wollten... Es ist nicht dunkel. Ist es nicht. Wir warten nochmal. Bis 6 Uhr. So. Es ist nicht dunkel. Es ist nicht. Jetzt sieht's nach Sonnenstrahlen aus. Ja? So, das kennen wir schon. Ich dachte, wir wollten. Es ist nicht dunkel! Guck nach oben! Ah, du regst mich auf. Du regst mich richtig auf, ne? So. Wie wär's mit, jetzt? Der regt mich richtig auf. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Herr? Wir wollten nicht jagen. Nicht jetzt, Schmied. Spar dir das für morgen auf. Wir wollten jagen. Jetzt. Danke. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Ach, wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Vielleicht war ich etwas vorschnell. Vielleicht war ich voreilig, Herr. Zu spät, Dungschieber. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Okay, ich habe keine Ahnung, welche Pfeile ich im Moment nutze. Wieso ist der verbesserte Pfeil schlechter?
als der Minderwertige. Das verstehe ich nicht. Die Jagdpfeile sind gut. So, dann nehme ich auch die. Wo muss ich denn jetzt jagen? Generell einfach hier im Wald, oder? Mist dich mit Herrn Hans in der Hasenjagd. Ich weiß halt nicht, wo hier Hasen sein könnten. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal so hier rum. Wo sind die Hasis? Ach, direkt vor mir ist einer. Habe ich dich getroffen? Nein, nicht getroffen. Das ist schwerer, als man denkt. Ha, getroffen! So kriege ich wenigstens die Pfeile zurück. Ja, ich krieg sogar das Fleisch. Okay, ich brauche noch mehr Hasen. Die kleinbraunen Viecher. Die sind schwer zu erkennen hier. Fliegenpilze. Warum nicht? Kann man ja mal mitnehmen. Ich sehe keinen Hasen. Wo seid ihr? Ich sehe Pilze, aber keine Hasen. Da hinten ist ein Hasi. Okay, ganz vorsichtig. Es sind zwei Hasis. Einer kommt auf mich zu. Einen habe ich erwischt. Egal, nehme ich erstmal den Hasi mit. Nicht gut genug. Wie jetzt? Ich schieß ganz knapp über ihn rüber, es gibt's doch nicht. Jetzt. Danke. Ach, die Jagdpfeile kann ich doch aufheben. Ich muss das nur. Okay. Ich muss nur ordentlich rüberlaufen. Gut. Ihr seht's, wie knapp das war. Ich habe drei erledigt. Drei Hasis. Finde ich noch mehr Hasis? Ein Hasi. Zu hoch. Zu weit links. Zu hoch. Jetzt. Ich habe eine neue Stufe im Jagen erreicht. Super. Wo sind die Pfeile? Da. Gut. Aber ich habe hier hinten was gesehen. War bestimmt nur so ein bisschen Strauchzeugs. Ja, war nur Strauchzeugs. Ich sehe keinen Hasi. Wie spät ist es? Noch lange nicht Mittag. Hey! Um Himmels Willen, Heinrich, du verscheust die Hasen! Ganz im Gegenteil, ich hab die hier schon alle erledigt. Hasis! Hasis! Dich krieg ich. Oh, und da hinten ist noch einer. Komm, dich krieg ich. Bleib hier, Hasi. Voll in die Ohren. Autsch. Das war wirklich ziemlich stark. Baldrian. Noch mehr Baldrian. Warum nicht?
Aber wir haben hier hinten noch einen Hasi gesehen, der hier rumgehoppelt ist. Da. Ah, zu hoch. Na, komm hier. Zu tief. Ach, komm schon. Wo ist der Pfeil? Egal. Jetzt so. Den Pfeil hier habe ich. Was ist das, ein Steinpilz? Hasenfleisch, Jagdpfeil, schön. Ich kann richtig was zu essen dann machen. Jetzt haben wir noch ein paar Pilze. Kann ich richtig schönes... einen richtig schönen Hasenbraten machen. Ah, direkt vor mir. Dich bekomme ich. Daneben. Ich habe zwischen seine Ohren geschossen. Und jetzt... Es gibt's doch nicht. Warum treffe ich ihn nicht? Ich gehe mal einen Schritt nach rechts. Vielleicht treffe ich ihn da besser. Jetzt. Das klang aber gerade so, als würde jemand auch hier auf mich schießen, ne? Ich hoffe einfach mal, das ist nicht der Fall. In der Vitalität kann ich was abgeben. Dickes Blut. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Marathon. Du spurtest 20% langsamer, verbrauchst dabei aber auch 20% weniger Ausdauer. Nee, dickes Blut klingt da am besten. Tatsächlich. So. Hatte ich nicht da Fertigkeiten? Jagen. Jagen habe ich auf 2. Aber kann ich nicht upgraden. Schade. Da ist noch ein Hase. Ha! Erwischt! Jetzt können wir in der Jagd spezialisieren. Was ist das? Minze. Direkt hinter mir ist noch einer. Psst, ganz ruhig. Daneben. Und er hatte einen schnellen Tod. Es war wirklich ein schneller Tod. Wir werden uns mal spezialisieren im Jagen. So, hier, im Jagen. Trophäenjäger. Du kannst das Geweih entfernen, die Zähne entfernen. Na, wir machen erstmal das Geweih. Kann man bestimmt verkaufen dann. Eine kleine Hütte. Sag ich doch, ein Lager. Hey. Ihr seid... Was genau? Kohlenmeier. Meiler. Ich kann nichts von euch nehmen, ne? Nö. Tatsächlich, das könnte ich knacken, aber das möchte ich nicht. Nicht solange ich Zeugen habe. Und erledigen will ich euch eigentlich nicht. Ich bin jetzt einmal durch diesen Wald gelaufen, kann das sein? Ja. Gut, wir werden mal zum Lager zurückkehren. Ich denke, das ist so das Cleverste, was ich jetzt tun kann.
Falls ich noch einen Hasen finde, werde ich den natürlich jetzt jagen. Oder vielleicht auch einen Hirsch. Oh, würde ich einen Hirsch finden, ne? Den würde ich auch jagen. Warte. Da hinten ist ein Hirsch. Oh, da hinten sind Hirsche, die würde ich gerne jagen. Schaffe ich das? Die zu jagen? Die sind so schnell. Gut, ich glaube, das schaffe ich nicht. Schade. Gegenstand kochen. Ich würde gern... Wieso ist das Hasenfleisch geklaut? So, Leute. Wir könnten jetzt natürlich noch auf ihn warten, aber... Ich habe auf die Uhr gesehen. Die Uhr sagt, dass es schon zu spät dafür ist. Wir setzen uns hier hin. Machen eine kleine Pause. Ruhen uns ein wenig aus. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei Kingdom Come Deliverance.